Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch drei Gespräche mitgebracht, bestehend aus vier Telefonaten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser neuen Kasper-Runde. Hallo, guten Morgen. Ich bin mit hier Rentorte, ja. Gustav Rentort. Ich bin Mark Rosenthal und ich melde mich von Online-Handelsplattform. Sie sind bei uns als Kunde registriert und deswegen ich melde mich, ja? Ach so, weil das haben Sie aber schön abgelesen. Nein, das Sextrade. Keine Ahnung, was der Kumpel jetzt genau von mir wollte. Er ruft ja scheinbar von Sextrade an. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Naja, aber das ist noch nicht alles. Das Gespräch hier an dieser Stelle ist abgebrochen. Dass der Kerl nur bunte Murmeln im Kopf hat, naja, das wird er euch jetzt gleich noch beweisen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Teil von diesem Anruf, der ein kleines bisschen länger geht. Herr Rentorte. Ach ja. Mark Rosenthal. Ja, Sie primitives Wesen haben ja einfach aufgelegt. Ja, und Sie besitzen ein Handelskonto bei uns, ja? Und das bedeutet natürlich... Ja, ja, das ist schon aktiv, da habe ich schon 7.000 Euro aufgeladen. Okay, mit welcher Plattform? Ja, da bei euch. Herr Gustav, Sie besitzen ein Handelskonto, ja? Und wenn Sie zum Beispiel kein Interesse haben, dann warum sind Sie registriert? Oder was war Ihre Vorstellung oder Ihr Ziel? Eine kleine Biene. Okay. Und bei uns, Sie haben so gute Möglichkeit, ja, einfach erfolgreich handeln. Okay, kann man bei Ihnen viele kleine Bienen kaufen und streicheln? Nein, das, wir arbeiten, wieso? Dann sind Sie kein gutes Unternehmen. Oh, nein, Sie können eine Investition machen und dann kann erfolgreich handeln bei uns. Geld macht Geld, ja? Wir kaufen nichts für dich oder für jemanden. Genau, Geld macht Geld. Ganz logischer Satz. Unfassbar. Übrigens, der Name Herrentorte, also Herr Rentorte, ist aus den Kommentaren von euch. Das ist eine Firma. Das ist aber unfreundlich. Okay, wenn Sie kein Interesse haben... Dann ich verabschiede mich. Hier singen gar nichts, ja? Ja, nee, ich sag ja nur, dass Sie unfreundlich sind und die Unternehmen scheiße. Okay, dann ich schicke eine E-Mail. Nee, ich will keine E-Mail von Kakerlaken. Okay. Weil okay, da muss ich ja sonst Moment, so viel Insektenspray da immer reinmachen. Ein Moment, ich bin Weiterleiter. Ein Moment, bitte. Ja, jetzt kriege ich ein intelligentes. Ja, hallo, schon guten Tag. Ich grüße Sie, Christi Wagner, ich sehe. Spreche ich mit Gustav Rentorte, ja? Ja. Sehr gut. Ich grüße Sie bitte, ich melde mich von Online-Handelsplattform. Ja, warum lesen Sie denn jetzt, exakt die gleiche Scheiße vor wie der Typ davor? Zuerst diese scheiße Anmeldung, Sie haben selbst gemacht, wenn Sie denken, dass es scheiße ist. Naja, pass mal auf, Pippi. Gemacht, Pippi, ja? Pippi, halt mal kurz die Luft an. Pippi, dazu, ich will mit dir reden. Okay, aber Sie sind, so. Sind Sie erwachsene Menschen, oder? Kannst du jetzt mal deine Schnauze halten, dass ich auch was sagen kann, oder bist du dazu zu dämlich? Tut mir leid, aber... Ja, ich merke schon, dein Gehirn ist einfach zu blöd. Ausreden lassen. Ja, das ist gar nicht. Hast du eine Macke? Hast du einen kompletten Dachschaden? Diese Scheiße, Sie haben es selbst gemacht. Tut mir leid, wir haben nicht viele Zeit, mit Ihnen zu sprechen. Du bist eine scheißen Betrügerin. Ja, also die nette Tante, die ja jetzt hier an mich durchgestellt wurde, ich glaube, die muss auch viel zu viel am Kleber geschnüffelt haben. Also irgendwas funktioniert da, glaube ich, nicht. Weil sie hat ja exakt einfach von vorne angefangen und den gleichen Mist wie der Kollege vorher eigentlich losgelegt. Eieieiei. Was will man da eigentlich erwarten? Ich meine, betrügerischer geht's ja eigentlich nicht. Ich meine, es ist immer wieder vom Prinzip dasselbe. Ihr meldet euch bei irgendeiner Werbung an und danach rufen 10.000 verschiedene Unternehmen an und wollen euch irgendeinen Trading-Krempel ja, ans Bein tackern, wo ihr dann letztendlich sowieso nichts von habt, weil man euch die Kohle ja nur abnimmt. Letztendlich investiert man da nicht in irgendein Trading-Produkt, sondern eigentlich nur in den Porsche vom Chef. Tja. Naja, aber das war's dann schon mit dem ersten Gespräch. Ich habe euch noch zwei weitere mitgebracht und der erste folgt sogleich. Hallo. Ja. Hallo.
Guten Tag, Martha am Apparat von Soxy 4 Offizieren. Spreche ich mit Herrn Hartmut? Herr Schimmeldöner, meinen Sie? Bitte? Wen möchten Sie denn sprechen? Herr Hartmut Schimmeldöner. Ja, habe ich ja gesagt. Das sind Sie, okay. Ich grüße Sie, Sie haben bei uns ein Handelskonto geöffnet, um Geld zu verdienen. Bei StockDC. Nee, das stimmt nicht so richtig. Ich hab mich in der Werbung angemeldet und ihr habt dann die Daten abgekauft. Sie haben wahrscheinlich eine Werbung gesehen und dort haben Sie selber Ihre E-Mail-Adresse und Nummer eingegeben. Man kann seine Daten kaufen in 2022. Hallo. Wissen Sie, was für Datenschutz es gibt und so weiter? Ja, an Datenschutz haltet ihr euch ja nicht. Also das ist ja schon eigentlich richtig dreist, dass die hier von Datenschutz reden. Die kaufen illegal die Daten auf von irgendeiner komischen Werbeplattform. Vielleicht haben sie die auch selbst gemacht und rufen dann einfach mit ihrer komischen Firma an, die sie sich selbst auch selbst gemacht haben. Behaupten dann irgendwas von Datenschutz? Oh Mann, also ich glaube, primitiver geht's ja eigentlich schon kaum noch. Also gerade wenn man mit dem Datenschutz so rumfuchtelt, dann sollte man hier definitiv auch hellhörig werden. Das ist aber natürlich grundsätzlich ein Problem, weil wenn man so Triggerwörter wie Datenschutz hört, ja, dann hört sich das ja erstmal gut an. Auch wenn das hier mit einem wunderbaren Akzent so hingeschwurbelt wurde. Aber unterm Strich, Finger weg. Genau, es gibt sehr viel davon. So, bezüglich Ihrer Konto, was möchten Sie damit machen und warum haben Sie das aufgemacht, wenn Sie nichts machen? Ich wollte da ja eigentlich Geld verdienen, aber da hat dann eine blöde Kuh angerufen, die da total unseriös war und hat ins Telefon gelutscht. Was hat sie gesagt? Ja, lauter Unsinn halt. Wie zum Beispiel? Da war eine dabei, die halt so Unsinn gelabert hat. Was weiß ich, hab ich doch nicht aufgeschrieben, ist doch schon ein paar Tage her schon wieder. Ah, und sie hat angerufen und nur so rum erzählt über das Ganze hier. Naja, unseriösen Kram hat sie erzählt. Sie sagt, ich werde da reich und mache Millionen und... Ah, nein. Hat sie aber gesagt. Nein. Reich kann man nicht werden von heute auf morgen, sowieso, egal was ist. Sie können ein potenzielles Profit machen, ja, aber sie können nicht von heute auf morgen. Da muss ich aber jetzt auch wieder widersprechen. Sie sagen, man kann nicht von heute auf morgen reich werden. Natürlich, ich bin über Nacht reich geworden. Ich habe geerbt. Nicht bei uns, entschuldigen Sie. Ja, das ist klar, dass man bei Ihnen nicht reich werden kann, ja. Vor allem ist ja auch immer wieder witzig, dass die tollen Callcenter-Agents oder Manager oder wie auch immer die sich hier nennen, dass die jedes Mal dann sagen, reich werden können sie hier bei uns nicht. Aber komischerweise steht jedes Mal genau das in deren Werbung. Das ist ja schon die Überschrift, über Nacht zum Millionär und solchen Blödsinn. Und Bitcoin-Millionär und hast du nicht gesehen? Also weiß ich nicht. Also irgendwie... Keine Ahnung, ich kann mir immer nicht vorstellen, wenn die Werbung machen, dann muss man doch auch wenigstens ansatzweise bei der Werbung vom Thema her bleiben, aber die widersprechen sich ja. In der Werbung steht über Nacht zum Millionär oder irgendeinen anderen Bullshit und wenn man sie denn endlich mal am Telefon hat, dann erzählen sie, nee, reich werden können sie hier nicht. Ja, das ist mir schon klar, dass man da nicht reich werden kann. Das einzigste Ziel, das die verfolgen, ist eure Kohle nehmen und sich ganz schnell aus dem Staub machen. Ja, dass man dabei nicht reich werden kann als Kunde, logisch. Genau. Also, vielleicht mit der Zeit schon, aber von heute auf morgen werden Sie nicht reich. Nee, mit der Zeit auch nicht. Aber eigentlich schon, ja. Es gibt halt Zellen. Es gibt Zellen und Zellen. Nee, die Einzigen, die reich werden, sind ja eure Chefs. Mehr oder weniger, natürlich arbeiten wir natürlich hier für unsere Kunden, damit sie ein potenzielles Profit erzielen. Ist ja sehr schön, wie sie es betont hat. Sie hat ja tatsächlich gesagt, mehr oder weniger arbeiten wir hier für die Kunden. Na, ich denke eher weniger. Aber zum Beispiel mit den 250, ich weiß nicht, wie reich sie da werden können. Wissen Sie, es kommt auch drauf an. Und das Geld, was Sie halt investieren. So, jedenfalls, was möchten Sie machen, Herr Schimmeldöner?
Ich habe als erstes erstmal Ja? Ja. Was möchten Sie machen? Ich dachte, die Antwort reicht. Bitte nochmal? Kannst du einmal. Sprechen Sie ein bisschen deutlicher, bitte. Ich habe keine Schokolade im Mund. Das haben Sie nicht? Ich habe Schokolade im Mund. Okay, gut. Dann schlucken Sie runter und sagen Sie mir, was Sie machen möchten. Ist das nicht eigentlich Ihre Aufgabe, das mit dem Schlucken? Also, was möchten Sie hier weitermachen? Ich habe Geduld und ich... Sie können mich nicht nerven, also ist schon okay. Okay. Also? Was denn? War da eine Frage, dann habe ich nicht zugehört. Was Sie weiterhin machen möchten mit dem Handelskonto, was Sie bei uns geöffnet haben? Ist das eine Fangfrage? Nochmal? Ist das eine Fangfrage oder eine Kreuzfrage? Eine Kreuzfrage. Oh. Okay. Könnte mir jemand von euch erklären, was eine Kreuzfrage ist? Ich meine, unsere Intelligenzbestie hat ja gesagt, dass sie eine Kreuzfrage meint. Auch wenn ich ihr das Wort im Mund gelegt habe, sie fand das ja zutreffend. Ich warte, bis Sie mir eine Antwort geben. Dann nehme ich die erste. Ich habe geantwortet. Hallo? Ja, ich bin schon hier. Ich warte auf die Antwort. Ja, ich nehme das erste. Das erste, okay. Das erste bekommen Sie gleich. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Wer ist denn da? Mein Name ist Regina, mit wer spreche ich gerade? Ja, mit Herrn Schimmeldöner. Auch wieder wahnsinnig interessant, dass ich jetzt hier einfach wortlos an irgendjemanden anders direkt einfach weitergeleitet wurde. Wie das jetzt hier wieder zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht. Sie hat mich ja nicht mal darüber unterrichtet, dass ich jetzt weitergereicht werde. Ja, tja, so ist es halt, ne? Wenn man da in so einem komischen Callcenter arbeitet, da wird man als Kunde eigentlich nur wie eine Stadtschlampe benutzt. Und einmal quer durchs ganze Callcenter gereicht. Also, ich habe Ihnen nicht gehört. Mit Herrn Schimmeldöner. Also, Schimmel von Kuchen, aus Kuchen oder Schimmel aus Bad? Was für ein Ding? Von Schimmel, aus von Schimmel, was von Schimmel? Na, Schimmeldöner. Ah, Schimmeldöner, okay. Schönen Tag noch. Jo, Mäuschen, du bist noch in der Leitung. Ich dachte, wir haben da jetzt jede Menge Zeit. Und man nimmt sich da Zeit. War ja wohl dann doch gelogen. Naja. So viel zum Thema Seriosität. Herr Mäuschen, du bist immer noch in der Leitung. Unfassbar krass, das Gespräch wieder. Ich habe euch ja versprochen, es wird ja eigentlich stetig weniger das Niveau auf dem Kanal. Aber was will man auch machen, ne? Letztendlich geben die einem ja immer wieder die beste Vorlage dazu, das Ganze immer noch ein bisschen schrecklicher wirken zu lassen, als es schon irgendwie war. Aber ich weiß auch überhaupt nicht, wie solche Menschen jedes Mal auf die Idee kommen, überhaupt in Callcentern zu arbeiten. Ich meine, jetzt haben wir ja insgesamt hier, ich glaube, es waren ja schon 4 Personen in den 2 Telefonaten, einer kann weniger Deutsch als der andere und schlechter Deutsch als der andere. Das ist jedes Mal immer wieder beeindruckend, wie man so ein schlechtes Deutsch am Telefon fertig kriegt. Ich meine, letztendlich wollen die ja euer Geld haben und euch mit Finanzprodukten beraten. Ich bin der Meinung, da müsste man dann schon auch auf Fragen wenigstens im Ansatz ein kleines bisschen eingehen können. Ja, aber tja, Mühe geben die sich da nicht mal im Geringsten.
Das Schlimme ist halt, dass halt wirklich leider immer wieder Leute darauf reinfallen. Ich meine, die Statistiken geben das Ganze ja leider Preis, dass und auch nicht wenig Leute da Geld einzahlen. Und unterm Strich, dass tatsächlich auch Schäden in Milliardenhöhe auf ganz Deutschland bezogen sind. Ist schon krass, ne? Naja, aber ich habe euch noch ein kleines Telefonat mitgebracht. Ja, guten Tag. Es geht um Onlinehandel. Haben Sie Interesse? Mit wem spreche ich denn da bitte? Also hier war der Einstieg so krass, dass ich es euch gleich nochmal einspielen muss. Ja, guten Tag. Es geht um Onlinehandel. Haben Sie Interesse? Mit wem spreche ich denn da bitte? Ja, guten Tag. Es geht um Onlinehandel. Haben Sie Interesse? Mit wem spreche ich denn da bitte? Ja, schönen guten Tag. Es geht um Onlinehandel. Haben Sie Interesse? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Die Tante hat sich nicht mal vorgestellt, die hat überhaupt nichts gesagt. Die fing gleich damit an, ja, schönen guten Tag, es geht um Onlinehandel, haben Sie Interesse? Ich sag's euch, es wird immer primitiver. Also in jeder Folge denke ich irgendwie, man kann's nicht mehr toppen. Aber es wird tatsächlich immer und immer dramatischer. Also mittlerweile stellen sie sich schon gar nicht mehr vor und labern einfach gleich los. Die überspringen die ganzen Höflichkeitsfloskeln und lassen die Freundlichkeit komplett im Arsch. Gut, schönen guten Tag war ja dabei. Aber Leute, das ist unfassbar. Also ich finde das wirklich unfassbar. Da wird nicht mal der Name gesagt, nicht der Firmenname. Es wird einfach nur gesagt, es geht um Onlinehandel. Oh Mann. Es geht um Onlinehandel. Haben Sie Interesse dran, oder? Na, mit wem spreche ich denn da bitte? Sie sprechen mit der Kontobetreuerin Diana. Ich sehe, dass Sie haben sich angemeldet im Onlinehandel, richtig? Ja, und wen möchten Sie sprechen? Jetzt kann ich Ihnen helfen, das Konto zu aktivieren, ja? Ja, wen möchten Sie denn sprechen? Sie sind Sigmund oder nicht? Das ist mein Vorname. Weiter. Aha. Sigmund Voldemort, ja? Ja, genau. Ja, und jetzt kann ich Ihnen helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Das klingt aber prima. Ja, das wird komplett überbewertet, die Kunden heutzutage mit Namen anzusprechen und sich überhaupt selber mal erstmal überhaupt irgendwie vorzustellen oder geschweige denn in welcher Firma wir hier gelandet sind. Also, beziehungsweise welche Firma mich jetzt hier kontaktiert. Also, ja, weiß ich nicht. Also, da findet man echt kaum noch Worte dazu. Das ist sowas von plump und dreist und wirklich mega dämlich, dass man die Welt überhaupt nicht mehr versteht. Ich kann mir einfach immer wieder nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das irgendwie seriös finden. Das, also es tut mir leid, ne? Also vor allem tut es mir auch leid, wenn man wirklich darauf reingefallen ist, auf solche Scheiße. Das ist absolut Wahnsinn. Es ist absolut Wahnsinn. Ja, aber ich kann euch eins versprechen. Tja, von Folge zu Folge wird es hier nicht besser auf dem Kanal. Ich sag's, klingt prima. Ja. Und haben Sie Interesse dran? Möchten Sie Investitionen machen für Ihrem Handelskonto? Na, wie viel muss ich denn da reinstecken? Bitte? Wie viel muss ich denn da reinstecken? Haben Sie Interesse oder nicht? Sie können einfach kurz antworten. Ja, hab ich doch gesagt, jetzt schon vier oder fünf Mal. Bist du zu blöd zum Hinhören oder was? Das heißt, Sie haben kein Interesse mehr. Oh Gott, sag mal, deine Intelligenz, die haben sie wirklich aus dem Mülltonnen geholt. Kann das sein? Irgendwas muss mit dir nicht stimmen, mein Mädchen. Sie haben selbst das gemacht, wissen Sie. Ja, aber irgendwas muss bei dir nicht richtig sein, Mädchen. Ich habe jetzt schon 6 oder 7 Mal Ja gesagt und du redest immer irgendeine Kacke weiter. Das heißt, Sie haben Ihr Interesse verloren, ja? Ja, jetzt wegen dir ja, weil du viel zu blöd bist. Schönen Tag noch. Ja, wünsche ich dir nicht, die Betrüger. Warum? Ja, weil du ein Betrüger bist. Sie sind auch Betrüger. Nee, du zockst so Leute ab. Nee. Wiederhören. Ekelhaft bist du. Du bist. Ja, du bist wieder nicht, du scheiß Kakerlake, du. Ja, jetzt sind wir fertig, glaube ich. Nur mal ein bisschen angekotzt und jetzt können wir auflegen, glaube ich. Ja, genau so sieht's aus. Nur haben wir uns ein bisschen angekotzt und da können wir nur auflehnen. Oh mein Leute. Eieieiei. Was wollt ihr eigentlich dazu noch sagen? Ich meine, ich habe ihr doch nur schon Ja gesagt. Und dann, ja. Haben Sie denn nur Interesse? Haben Sie denn nur Interesse? Oh Gott.
Wirklich Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Naja, aber mittlerweile ist man ja echt schon nichts anderes mehr gewohnt. Das Schlimme ist, mich schockiert sowas auch echt kaum noch. Also es geht wirklich tatsächlich immer schlimmer am Telefon. Naja. Gut, sind wir fertig mit der Folge für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ihr kennt euch ja aus mit dem Däumchen, ne? Da, wo die Zahlen dran steht, der Daumen, der gilt. Da, wo keine Zahl dran steht, den braucht man nicht drücken. Der ist da eigentlich überflüssig. Ich meine, YouTube hat ja nicht umsonst die Funktion ausgebaut, ne? Supi, alles klar. Denn wer möchte, findet jetzt hier noch die Playlist mit allen anderen Videos auf dem Kanal. Ja, wo der Wahnsinn noch ein bisschen weitergeht. Ansonsten passt auf euch auf. Die Welt ist böse. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.